Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack 12. Jetzt war ich 2 Tage weg und der Dschungel, den ihr hier seht, der ist nicht mehr da. Das sieht hier alles plötzlich ganz anders aus. Es hat sich riesig etwas getan. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was genau passiert ist, als ich vorhin das erste Mal wieder auf den Server gejoint bin. So, 2 Tage war ich nicht mehr da und joine jetzt nach 2 Tagen auf dem Server. Was ist passiert? Ich bin sehr gespannt, ob ich überhaupt das überlebe beim Join. Sieht gut aus. Hey ho, wer ist denn alles da? Sehr viele Menschen sind da. Okay, wo ist der Wald hin? Wo ist unser Wald hin? Unser Wald ist weg. Warte mal. Wo sind wir? Wo sind wir? Das ist Wahnsinn. Der ganze Wald ist weg. Hä? Okay. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Hä? Alles ist anders. The Jokraft. Hallo? Der echte? Weiß ich nicht. Hier ist ein Joe. Hallo. Herzlich willkommen in Vault Zero. Kommen Sie Hallo. Rein. Kannst runterkommen? Wie gesagt, so, was ist, wo ist der Wald hin? Wald? Welcher Wald? War hier nicht ein Dschungel? Fallout. Ja, also die Atombombe ist gedroppt. Da ist so eine Rakete von dieser Firma, wie heißt die, gleich wieder eingeschlagen? Ich weiß nicht, von was ihr sprecht. Ich weiß nicht. Dann war schwuppdiwupp der ganze Wald weg. Ja. Also, das ist ein bisschen krass. Was ist denn hier alles passiert? Oh. Ey, The Crowcraft war da, Leute. Hallo, Crowcraft. Lass zeigen. The Crowcraft war da. Ja. The Crowcraft war da und hat das Design hier der Türen quasi geclaimed. Achso, das ist nur die Starterbase, du hast nichts verpasst. Ist wirklich nur eine kleine Starterbase. Bewundert. Hast du gerade die Treppe bewundert? Ja, finde ich auch besonders schön, ja. Ah ja, und du kannst dir noch ein Zimmer claimen, wenn noch nicht geclaimed. Hey, das kenne ich, das Design. Guck mal. Gell? Ist das mein Design? War ja, das? Nein, das war The Crowcraft. The Crowcraft, ja. Ich weiß nicht, dass du so Patent auf das Design hast, aber das war The Crowcraft. Hübsch. The Jokraft war nicht da, dann müssen die Leute auf The Jokraft zurückgreifen. Aber es freut mich, dass dir gefällt. Ja, das ist eine hübsche Idee, das so zu machen. Das passt halt endgut. Hey, wie geil, was habt ihr denn alles hier gemacht? Halleluja. Vault Zero. Ja, aber da. Hast du die Trading Hall schon gesehen, Joe? Nee. Okay. Nee, hat er nicht. Okay, weil, also Vault Zero ist cool, aber Trading Hall ist halt ready. Also Leute, ja, seht ihr genau, das ist die Sache mit Craft Attack. Man geht so quasi so einen Tag ist man nicht da. Ja. Aber du bist halt auch in einer Gruppe, wo ich glaube, die meisten Menschen an einer Sache gemeinsam bauen. Mhm. Weil in allen anderen Dingen, die bauen ja klar an gewissen Teilen gemeinsam, aber die bauen ja wirklich alle. Die Map! Die Map? Auf der Minimap sieht das so crazy alles aus hier. Es ist auch alles ziemlich crazy. Warte, ich muss die Tür noch schließen, du musst die Tür selber aufmachen. Ah, du hast jetzt hier schon eine Tür gebaut, Kroko. Ah, okay. Du kannst ja eine andere immer noch hinbauen, der hänge ich nicht. Achso, okay. Pumi hatte mich gefragt, ob ich eine Tür hinbauen würde. Also, ja, logisch. Okay. The Crowcraft und so. Okay, ja. Geh rein. Ja. Ach, nee. Was? Ja, doch. Das hat ganz krasse Redstone Factory Vibes, nur meine Zuschauer hier. Mhm. Aber holy shit. Geil. Das ist wirklich verdammt cool. 90 Villager. Das ist. Was zum. Wie? Ja, hier wurde Zeit investiert. Ihr seid der Wahnsinn! Was ist das für ein geiles Ding? Ganz viele Leute immer ständig mitgebaut, ne? Das ist halt einfach, dann geht was vorwärts. Ich denke mal, Janus Uru designtechnisch viel gemacht und Pumi stand hier jetzt 2 Tage drin. Also extremst krass, was da passiert ist und Kroko meinte, ich müsste mir jetzt noch unbedingt das Lager anschauen. Hm? Okay. Ja, also vor allem, damit du auch weißt, wo die Rohstoffe dann sind. Ja, verstehe. Checke. Okay. Space ist auch gerade. Wo ist Space hin? Der baut hier unten. Oha. Komm mit. Okay, ich komm mit. Du wirst dich hier relativ schnell zurechtfinden. Hier, herzlich willkommen in der Küche. Oha. In der Küche ist das Lager. Oh. Oha. Schick, gell? Das ist ja mega. Wie schön das geworden ist. Ist über uns die Villager Trading Hall irgendwie? Die oder haben wir zwei? Hier hinten, da drüben ist sie. In die Richtung. Okay. Soweit ich weiß, da ist irgendwo die Trading Hall oben.
Alter, okay. Nee, warte, Quatsch. Hey. Quatsch, du hast recht. Entschuldigung, ich bin falsch, du hast recht. Okay. Ja, in der Richtung ist die Trading Hall. Ja, sehr krass. Ja, okay, gut, dann will ich keine Zeit verlieren. Dann würde ich sagen, ich equip mal eben ganz kurz und dann ab die Post, ne? Oder? Willst du dir noch ein Zimmer aussuchen? Weil hier hat ja jeder ein Zimmer. Ja, klar, super gerne. Schau mal, kann man hier mit runter. Ich weiß nicht, ob oben noch was frei ist. Ich zeige jetzt mal die freien unten. Hier links, glaube ich, ist alles belegt aktuell. Mhm. In dem Gang haben wir einmal hier Debitor, dann haben wir hier Blocke und hier ist noch frei zum Beispiel. Okay. Hier hast du noch ziemlich viel Ausbreitungsmöglichkeiten. Im Parallelgang ist auch noch frei. Sehr geil. Aber hier ist halt cool, weil du hast ein bisschen mehr Freiheit in die Wand, weil da ist niemand. Ne? Ich finde deine Türen übrigens richtig geil. Ich glaube, ich würde noch eine Sache bei den Türen ergänzen, Kroko, die mir gerade aufgefallen ist. Und zwar, wir können alle Türen so machen, dass sie sich alle auf einmal schließen können. Das heißt quasi, dass die Türen, die gerade offen sind, automatisch zugehen. Ja, das kannst du gerne als machen. Aber später. Denken, da ist direkt eine Tür oben drüber, direkt. Also das Design, deswegen sind hier auch Stufen drin, weil sonst werden die sich gegenseitig schalten. Ja. Alles klar. Aber du kannst da gerne weiter basteln, wie du willst. Ich habe nur Türen reingebaut, damit halt einfach auf und zu geht. Sehr geil. Fertig. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch Mensch, ist das cool geworden hier. Okay, ich freue mich. Also ich habe mich richtig gefreut, jetzt endlich nach Crafting zu kommen. Deshalb, Kroko, ich pack's an. Ich werde jetzt auf jeden Fall die ersten Farm bauen und dann hau rein, ne? Perfekt. Yes, sir. Nice. Wieder. Wir sind jetzt hier nochmal mit Space unterwegs, weil Space hat oben irgendwie nochmal eine ganze Menge im Außenbereich gemacht. Oh, eine Biene. Haben wir schon eine Bienenfarm? Nee, die wird Blizzard bauen. Blizzard baut eine? Okay, sehr gut. Ja. Gut. Genau. So. Aber wir werden auf jeden Fall viele Bienen brauchen noch. Ja. Das ist definitiv ganz wichtig, ja. Haben wir irgendwo ein Blackboard, wo wir mal aufschreiben, wer welche Farm baut, damit es keine Doppelung gibt? Wir haben den Discord. Oh, okay. Sehr gut. Okay, also, ja, da ist viel passiert. Ich habe einfach mal den kompletten Dschungel hier abgerissen. Und dann habe ich einfach auch parallel dazu, dann auch noch angefangen, zu terraformen. Okay. Nachdem ich den Dschungel abgerissen habe. Ja. Genau, einfach damit es schon mal ein bisschen nach was aussieht. Das ist, genau. Terraform sind diese Ebenen, die du dort entstehen hast lassen, ne? Genau, so ein bisschen, ja. Crazy. Okay, perfekt. Das sieht krass aus. Okay, und da bin ich mal sehr gespannt, was da passieren wird mit dem Wasteland. Oha, sehr, sehr geil. Ja. Da wird noch, also jeder Block wird nochmal umgedreht hier. Jeder einzelne Block. Das ist schon der Plan. Leute, guck mal, das alles war Wald, ne? Also alles Dschungel und Wald. Also das ist ja Wahnsinn. Okay, krass. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Vielen Dank fürs Zeigen. Nice. Krass. Sehr gerne, sehr gerne. Da ist das Spawn. Und wenn wir jetzt einfach von hier oben nochmal auf das Ganze gucken, dann seht ihr quasi, was hier raus passiert ist. Hauha. Okay, das ist ein geiler Ausblick. Für mich geht es auf jeden Fall jetzt an die ersten Redstone-Farm und Co. Das heißt, ich werde jetzt anfangen, hier meinen Lab-Vault langsam mal zu bauen, um ein bisschen Konzept zu überlegen. Und dann denke ich mal, werden wir was Feines auf die Beine stellen können. Ja, let's go, ne? Wo wir jetzt diese riesengroße Library hier haben mit den Villagern, geht es jetzt darum, mal ein bisschen Sachen zu verzaubern. Ich habe mir gerade Featherfalling 4 als erstes verzaubert. Das sorgt dafür, dass einfach, wenn ich irgendwo runterfalle, dass ich nicht so krass viel Fallschaden nehme. Und der nächste Schritt wird sein, dass ich jetzt als erstes die Spitzhacke repariere, also ein Mending drauf, die Schaufel verbessere und dann können wir eigentlich schon basically beginnen. Den Rest der Rüstung werde ich so peu à peu nur mit Protection so machen, aber dafür muss auch genug Stuff da sein. Ich baue jetzt eine Farm und die Farm soll dann am besten Holz generieren, dass wir quasi mehr Sticks haben zum Traden. Geil. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter und was ist zu tun? Es ist nämlich noch eine ganze Menge zu tun und hier beginnen jetzt die ersten großen Projekte, die wir hier machen möchten. Ich glaube, wir gehen als allererstes mal hier nach unten zum großen Eingangsbereich, denn ich werde hier irgendwann die größte Tür bauen, die es jemals in Craftstack gegeben hat, aber das ist ein Projekt, das wir wahrscheinlich noch mal irgendwann anders bestreiten. Aber wenn wir durchgehen, ne, hier links ist ja die Villager Trading Hall, die da entstanden ist, aber auf der rechten Seite hat sich mittlerweile auch einiges getan. Hier ist nämlich ein gigantischer Raum ausgegraben und hier wird der Farming Tract gebaut werden. Hier möchte ich gerne einige Farmen bauen. Und in den nächsten Folgen werden wir diese Farm auch auf jeden Fall bauen. Plan ist, dass wir eine Bienenfarm haben. Plan ist, dass wir quasi eine Holzfarm haben. Ozing-Farm mit den Ozing-Potions. Automatische Farm, die hier durchgehen. Und meine Idee ist jetzt für dieses Ding folgendes. Wir haben hier so einen langen Gang. Und dann kann man immer wieder rechts und links von diesem Gang Farmen beobachten und sich anschauen. Das ist so ein bisschen die Idee. Man läuft hier so durch, stellt euch das vor. Ein langer Gang, rechts und links sind verschiedene Farmen, man läuft dann so durch, kann sich das angucken, Farm hier, Farm da. Irgendwann wird es auch einen Bereich geben, wo wir einen Computer bauen, etc., etc., das kommt später. Der Gang geht hier runter, immer wieder rechts und links Farmen. Und am Ende möchte ich so eine Art Station machen, wo man in ein Boot einsteigen kann und wo man dann hier rausgeschossen wird. Mit dem Boot wird man hier rausgeschossen, die geheime Tür schließt sich wieder. So eine Art geheime Bootseinfahrt in das ganze Ding rein, weil wenn wir schon Vault bauen, dann brauchen wir auf jeden Fall geheime Dinge.
Ihr Lieben, das ist so ein bisschen die Idee. Das Ganze soll umgesetzt werden. Ich bin gespannt, ob das am Ende alles klappt. Rüstung und Co. müssen wir uns auch noch mal ein bisschen drum kümmern. Ich habe da ein bisschen Unterstützung von Space, hat er gesagt. Der wird mir ein bisschen helfen, neue Rüstungsteile zu bekommen. Und ich habe auch schon von Blizzard ein wenig Netherite bekommen. Also ihr seht, das passiert. Wenn euch Craftech gefällt, ihr das Video bis hierhin geguckt habt, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Ich versuche, möglichst häufig euch eine Folge zu geben. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.